Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon. Und willst du einfach hier zu mir herkommen? Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Colosseum. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir befinden uns immer noch am Turm und entscheide dich mal. Gut, wir düsen einfach mal hier nach rechts, gucken, was dort ist. Ach, sieh mal an. Ich hätte geradeaus müssen. Das heißt, der nächste Kampf jetzt mal. Ist ja nicht weiter tragisch. Bist du durch die... Ja, so. Das heißt, du hast anscheinend vor gar nicht Angst, oder? Doch. Es gibt so einige Sachen, vor denen ich Angst hätte. Verbunden an so Flora. Ah, welches ist es? Das ist ein Flora. Das gehört zum Flora-Mil. Naja, setz ruhig Sonntag ein. Warum muss denn jetzt unbedingt im Furio-Modus sein? Doch klar, dass sich das sofort wieder umdreht. Na gut, aber wenn ihr es unbedingt so wollt. Ich hoffe, ich habe vergessen, nicht meine Tonspur auszuschneiden. Was ich ja gerne immer mal vergesse. Oh nee, das wäre vielleicht ein bisschen fatal. Wir versuchen es mit einem Hyperball. Und mit Sternschauer. Weil ich habe nachher keinen Bock, irgendwie großartig nach denen zu suchen. Wachstum, ja. Keine Sorge, Sonflora, du gehörst bald mir. Ich möchte ihn ja nicht allzu viel abziehen. Perfekt. Trotz
Trotzdem darf ich nochmal zurück meine Pokémon halten. Mal gucken, wen wir jetzt hier als erstes schlagen müssen. Ich hoffe ja Venus. Weil dann könnte ich mir nämlich auch Suicune endlich holen. Wäre zumindest traumhaft. Okay, ich glaube, wir haben Grün und Rot, ne? Läuft ja, würde ich sagen. Ah, hallo, das sind ja meine kleinen Freunde. Ihr seid spät dran, findet ihr nicht? Und jetzt macht euch bereit. Diesmal zeige ich euch nämlich ohne Gnade, wie meine Pokémon kämpfen. Macht das nur, Venus, macht das nur. Luft und Taufugi. Ja, ich will ja nichts sagen, aber mein Ziel ist ja Suicune. Nein, nicht Anziehung. Warte mal, hast du ein weibliches Traumfugil oder ein männliches? Die im Spiel haben die weiblichen Charaktere sogar meist männliche Pokémon. Finde ich durchaus interessant. Warum musst du denn jetzt Hypertrank einsetzen? Willst du mich hier irgendwelche Tränke einsetzen? Das ist dann wohl schlecht gelaufen. Hiernach werden sie nämlich eher Sianna angreifen. Auf jeden Fall muss halt schon weg. Ich wusste, dass du mein Ciana angreifen würdest, mein Freund. Meine Freundin, besser gesagt. Wir wollen ja geschlechtlich neutral bleiben, ne? Meh.
Okay. Du bist down. Lubella. Finde ich gerade gar nicht so pralle. Oh, hoffentlich habe ich noch. Ich hab gar nichts. Okay. Dumm gelaufen. Ach ja. Genau dich will ich haben. Genau dich. Allerdings macht mir dein Knuddelluft Probleme. Und zwar gewaltige Probleme. Ich hasse dich, Knuddelhof, ich hasse dich. Komm bloß hoffen, dass ich Suicune paralysiert krieg. Ast rein! Weil jetzt kann ich mich erstmal schön um Knuddelhof kümmern. Schläft da mein Hund? Ärgerlich. Verdammt. Nein, wer schwindet doch mit Anziehung? Oh, ich krieg die Krise. Jetzt reicht's. Ich brauche
belebe unseren ganzen Quark. Ist das zum Heulen und zum Kotzen? Beides gleichzeitig. Krieg ich da ein bisschen hin, ein bisschen da. Gleich ist die Tussi dran. Gleich ist sie dran. Muss bloß einmal hier zum Shop. Meister! Schnell, ich hab's eilig. Ich brauch ein paar Beleber. Komm, hol gleich 5. Ist egal. Ist vollkommen egal. Und dann kommt auch nicht wie Brahman nach vorne, sondern nach Tara. Die mache ich jetzt fertig. Aus dem Weg, ihr Schnösel! Nein, ich hätte gerade ausfahren müssen. Oh, die Lampe. Alter, und jetzt steht die mir auch noch im Weg. Oh, da liebe ich das wirklich in Pokémon XD. Kein Depp, der mit dem Weg rumläuft. Allerdings gibt es in Pokémon X ja auch nicht mehr diesen Bug. Ich meine, ich kann ja froh sein, dass man diesen Bug in der GameCube-Version jetzt nicht rausnehmen konnte. Halt die Klappe und kämpf einfach. Kämpf einfach! Dein Rüschenkleid. Sieht ja schlimmer aus als Rarity. Und Rarity ist schon schlimm. Was Accessoires und die dezente Einheiten angeht. Du kannst mich ruhig paralysieren, habe ich nichts dagegen. Raichu. Tja. Die Dame wird geopfert werden müssen. Los, Tunnelluft weg.
Das war ein Fehler, mein Freund. Wie wär's mit einer Runde Sonntag? So ein schöner Sonntag ist doch was Feines. Und Feuersturm. Bitterkuss. Deswegen, das Vieh muss weg. Paralyse, Verwirrung. Böse Kombi. Das ist so nervig. Ja, jetzt komme ich ja nicht mehr so weit wie vorher. Ey, als erstes muss das Knuddelluft weg. Definitiv. So. Belebe. Ringtanz wäre eine blöde Idee. Thank you.
Schwerter. Das sind die letzten Items, die ich hatte. Bild der Kurs. Es ist verwirrt. Na, danke. Na toll, versuch's mit Donner, ich versuch's mit Donner. Danke für gar nichts. Wenigstens bist du weg. Ja, ich weiß auch, dass Speedrun das ist. Brauchst du mir nicht ständig mitteilen. Okay. Wie mach ich's? Das ist nämlich, weil ich bloß noch eins habe. Warte. Geheimpower da drauf und Flammenrad auf Bluebella. Das war richtig knapp. Ich versuche es nochmal mit Geheimpower und dann einmal mit Sonntag. Das ist doch nicht dein fucking Ernst. Das Schlimme ist, dass es immer noch verwirrt ist. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Was von.
Egal welches ich als erstes besiege, es ist schlimmer als alles andere. Ich muss wirklich erst Knuddelluft erledigen. Mir bleibt gerade nichts anderes übrig. Also es ist einfach auf diese Art zu versuchen jetzt. Mal mit etwas Glück bleibt es ja jetzt im Ball drin. Das war zumindest der Versuch wert. Hohohoho. Nein. Schön weiter in den Pokéball werfen. Und dann setzen wir einmal das an. Weil ich glaube, ich sollte nicht so viel abziehen. Naja, aber was vielleicht ist ein Ding, der ist Pokémon, ne? Nur jetzt habe ich ein Problem. Ich kann jetzt genau einen Ball werfen. Entweder es bleibt drin und es bricht aus. Weil jetzt kann ich nämlich nicht mehr wechseln. Oh Mann. So Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann hier weiter. Da unten wird schon wieder geklärt. Tja, das Kläffen mal ignoriert. Ja, in der nächsten Folge darf ich mir dann was überlegen, wie ich es mache. Ich sollte mir wirklich nach Tara und Sienna bis zum Schluss einigermaßen aufheben. Deswegen werde ich die beiden erstmal tauschen. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr gerne abonnieren und dabei aber auch nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Links kommt ihr noch zu einem weiteren Video und rechts zur Playlist von Pokémon. Ansonsten habt einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.